Hey. Hey. Guten Tag. Was machst du denn schon wieder hier? Ach, ich war nur bei meinem Nachsorgetermin. Hast du dich neulich schon? Naja, nach unserem kleinen Missgeschick habe ich den wohl vergessen. Ja, und? Ach so, ja, mein Herz schlägt noch, aber die Details bekomme ich erst morgen. Ja, das ist ja super. Also, ich habe gleich Pause. Wenn du willst, können wir was trinken hier, oder? Ich bin Frau Rietz auf ihr Zimmer. Wenn du dich mal eben um die Kaffeeverteilung kümmern könntest. Alles klar, kein Problem. Ich bin gleich wieder da, ja? Da freue ich mich. Okay. Hey, bei der alten Dame hast du ja mächtig einen Stein im Brett. Ja, weißt du, ein paar von den Leuten freuen sich richtig, wenn sie mich sehen und ein bisschen mit mir reden können. Aber? Ja, kein Aber. Nur der Job hier, der macht irgendwie Spaß. Hey. Alles in Ordnung? Klar, alles in Ordnung. Ja, das sieht man. Irgendwas ist doch. Komm her. Hast du nicht noch mal mit der Oma geredet? Hab ich doch. Zumindest habe ich es versucht, aber keine Chance. Sie hat so getan, als wäre ich eine Schwerverbrecherin. Genau wie alle anderen auch. Ich meine, ich kann sie auch irgendwie verstehen. Immerhin bin ich immer nur im Krankenhaus gelandet, weil ich schon mal geklaut habe. Du denkst auch, dass ich es war, nicht wahr? Nein, 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 ich glaube dir. Aber warum du klaust, das verstehe ich nicht. Okay, du hast kein Geld, aber so wirklich gebraucht hast du die Bluse doch nicht, oder? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach gedacht, das Teil macht mich glücklich. Okay, ich habe jetzt nicht den Draht zu Klamotten wie du. Also um ehrlich zu sein, interessiert mich Mode überhaupt nicht. Ach. Aber dass dich eine Bluse wirklich glücklich macht, das glaube ich dir nicht. Pass auf, ich will jetzt hier nicht wie irgendein Schmalspurpsychologe rüberkommen, ja? Aber kann es sein, dass es um was ganz anderes geht? Rebecca, Mann, du hast im Moment nicht die glücklichste Zeit, okay? Aber das wird schon wieder. Tut es das? Ja, mal im Ernst, du bist nicht blöd. Du fällst wieder auf die Füße. Und außerdem bist du nicht allein. Du hast deine ganze Familie. Wenn sie gerade Zeit für einen hat. Ach. Mensch, das meinen die doch nicht so. Die haben im Moment selber viel Stress. Pass auf, und wenn deine Geschwister mal wieder keine Zeit für dich haben, dann kommst du einfach zu Olli und mir. Hey, ich wollte ganz dringend mit dir reden. Ich muss ganz dringend in die Uni-Bibliothek, aber wir reden später, ja? Würde ich auch sagen, ich muss los. Wichtige Verabredung. Muss man mit euch eigentlich einen Termin vereinbaren, wenn man sich mit euch unterhalten will? Nein, hey, merkt ihr nicht, dass Rebecca ein Problem hat? Ich war nur gerade etwas in Eile. Mein Bruder hat eine Menge Fehler und er ist manchmal echt schwierig. Aber eins weiß ich, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich zu ihm kommen. Egal wann, egal wo. Ich dachte eigentlich, dass das der Sinn von Familie wäre, aber das seht ihr wahrscheinlich etwas anders.